Es gibt 6 Götter in dieser Season. Falls ihr Stufe 200 erreicht habt, schaltet ihr euch alle legendären Feuergötter frei. Und deswegen machen wir heute die Random Feuergötter Challenge in Fortnite. Das heißt, falls wir Poseidon bekommen sollten, dürfen wir nur graue Waffen benutzen. Bei Medusa, der Schlangengöttin, dürfen wir die ganze Runde nur grüne Waffen spielen. Und der wahrscheinlich krasseste Feuerstil in dieser Season, der Cerberus. Falls wir ihn bekommen sollten, dürfen wir nur blaue Waffen spielen. Der legendäre Feuerzeus gibt mir die Macht der epischen Waffen. Und der vorletzte Feuerskin, den man sich in dieser Season freischalten kann, ist der Artemis-Skin. Falls wir Artemis bekommen, dürfen wir nur legendäre Waffen spielen. Und der absolute Endgegner, Hades. Den schaltet man sich ab Level 200 in der Feuervariante frei. Und falls wir ihn bekommen sollten, dürfen wir die ganze Runde nur mythische Waffen benutzen. Wir müssen zusätzlich, egal welche Waffen wir bekommen, mindestens 10 Kills machen und am Ende die Runde gewinnen. Falls ich es nicht schaffen sollte, darf ich eine Woche kein Fortnite spielen und keine Videos hochladen. Lasst ein Like und ein Abo da, tragt den Creator-Code STANI ein und wünscht mir Glück, dass ich es schaffe. So, Leute, wir sitzen jetzt im Bus drin und ich bin wirklich gespannt, welchen Skin wir heute haben werden. Welchen OP-Boss in der Feuer-Variant, in der letzten Variante, werden wir den letzten Hades haben, Leute. Hades ist ja quasi der mythische, also wir dürfen da nur mythische Waffen spielen, aber Hades ist auch der Level 200er Skin, also die Endvariante der aktuellen Season. Ich bin gespannt, Leute, aber ihr fragt euch wahrscheinlich, wo ich gerade hin will, und zwar, ich will zu einer God-Position, Leute. Egal, welchen Skin wir haben, außer Hades, wäre das hier die beste Position, wo wir landen können, nämlich wo wir die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir irgendeine seltene Waffe kriegen, falls wir seltene Skin haben. Error, Error. Oh mein Gott. Ey, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Warum? Legendär, okay? Artemis. Leute, Artemis ist ein sehr cooler Skin. Ich finde, die sieht auch mit am besten aus. Mit ihrem Bogentasse, alles drum und dran. Aber es ist legendär. Und das heißt, wir müssen legendäre Waffen finden. Und legendäre Waffen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich, also, dass wir eine Kiste, aus einer Kiste eine legendäre Waffe ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit 500 zu 1. Also wir müssten 500 Kisten aufmachen, um ein legendäres Item zu kriegen. Ist eine relativ schlechte Wahrscheinlichkeit, sage ich euch ganz ehrlich. Die Frage ist, wie sollen wir jetzt die Runde mit 10 Kills gewinnen? Das macht mir am meisten Sorgen. Also mir macht nicht mal am meisten Sorgen, dass wir eine legendäre Waffe finden, weil im Endgame, ihr wisst, im Endgame ist immer richtig Action-Match. Oh Gott. Warte, Trick 17, Freunde. Nein, er hat mich gesehen. Oh mein Gott, der Kollege kommt auch. Junge, aber schnell die Post satteln hier. Junge, Junge, Junge. Ich musste unbedingt wissen, was in der Kiste drin ist, weil God-Chests haben eine kleine erhöhte Chance, dass da überhaupt irgendwas Legendäres drin ist. Deswegen wollte ich die hundertprozentig mitnehmen. Gut. Also im Endgame mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir durch irgendeinen gedownten Typen eine legendäre Waffe finden. Das ist kein Problem. Und falls ihr euch übrigens fragt, wieso ich das Luftrad dabei habe, Waffen. Leute, das Luftrad ist keine Waffe. Damit kann ich 0,0 Schaden machen. Es dient einfach nur für Movement da. Also ich könnte auch jetzt einfach die ganze Zeit mit Auto rumfahren. Nehme ich natürlich lieber das Luftrad. Ist man noch ein bisschen schneller unterwegs. Problem wird nur sein, wenn wir jetzt bis zum Endgame keine legendäre Waffe finden sollten, dann kann ich auch keine 10 Kills machen. Und das heißt, ich darf eine Woche kein Fortnite spielen. Darf keine Videos hochladen. Und wir haben ein Problem. Wir haben ein richtig großes Problem. Ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Leute, ey, ich spiele doch jeden Tag Fortnite. Wenn ich jetzt eine Woche nicht spielen kann, wäre das echt eine miese Brise. Deswegen sage ich euch, ich mache eine Prediction. In den nächsten 5 Kisten, die wir aufmachen. Ja, komm, ihr wettet mit. Jeder wettet. In den nächsten 5 Kisten ist der legendäre, ist irgendwas Legendäres drin. Erste war zweite.
Ey, episch ist auch lächerlich, ne? Ich sag, gib mir epischen Skin, episch. Die Leute feiern die Skin-Challenge, egal ob ich... es triggert mich auch jedes Mal, ne? Die Leute schreiben jetzt wieder rein, ja, also wir hatten auch schon graue Waffen gehabt. Ich habe ja so die Random-Skin-Challenge schon übelst oft gemacht. Wir hatten schon alles gehabt, ne? Aber ich sag euch, bei meinem Glück, ich habe wirklich am häufigsten von allen Waffen, die wir bekommen können. Ich hatte grau, grün, blau, episch, legendär, mythisch. Kriege ich legendär und mythisch wirklich am meisten. Also Real Rap. Das Ding ist halt, die Videos werden auch gut geguckt, wenn ich einfach nur grüne Waffen habe. Aber ich, Fortnite gönnt einfach nicht. Fortnite gönnt einfach nicht. Ich habe das Gefühl, die haben so einen Sensor drin. So ein Stani macht eine Challenge-Sensor, müssen wir ihnen auf jeden Fall legendäre Big-Waffen geben. Es ist, ey, Junge, man findet keine. Das, guck mal, dass die... Okay, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir könnten eine legendäre Waffe aus einem Bunker kriegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 300, würde ich sagen. Guck mal, selbst... Oh, ich habe eine Idee. Leute, ich mach... Warte mal, ich werde jetzt was sowas Ekliges machen. Ich werde sowas Ekliges machen. Freunde, wir werden jetzt warten, bis die Zeus down haben. Weil die machen hier gerade richtig schön Alarm im Darm. Dicken Fight gegen Zeus. Hä? Bro. Hä? Ich wollte gerade sagen, der hackt oder so. Weil er kann mich gar nicht gehört haben. Wie viel Leben hat Zeus? Ich klau den die Medaille einfach. Ich ziehe den die Medaille ab, sag ich euch so, wie es ist. Ich klau die. Meister Dieb Stani ist dabei. Oh, nicht auf mich gehen. Hä, wo sind die? Hä? Bro, wo sind die hin, Leute? Die sind einfach abgehauen. Hä, die haben Angst vor Zeus. Was ist das denn? Wieso fordern die denn Zeus heraus, wenn die Angst vor Zeus haben und einfach wieder abhauen? Haben die... Also, es gibt zwei Theorien. Entweder sind einfach komplett die Noobs gewesen. Oder die haben mich... Das ist er doch. Hä, der ist down. Hä? Hä? Hä, der ist die Runde gelieft. Er ist die Runde gelieft. Er hat ja gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Zeus angegriffen, auf einmal sich da gegen entschieden. War doch schlechte Idee oder so. Aber da muss man doch nicht direkt die Runde verlassen. Schade. Die hatten, ey Leute, ich glaube, die hatten Angst vor mir. Die hatten Real Rap. Die hatten richtig Panik auf der Titanic und dachten sich, nee, da müssen wir jetzt weg. Bei wie viel der Kisten sind wir denn jetzt? Bei der dritten, oder? Dritte? Dritte Kiste, keine legendäre. Okay, noch zwei Kisten. Dann muss die legendäre kommen. Trust, trust. Ihr müsst belieben, Leute. Noch zwei Kisten, dann kommt die legendäre. Wartet ab. Na, ist hier noch eine Gottkiste? Nee, ist auch nicht mehr. Ey. Komm, ich finish den mal. Ich glaube, ich müsste sogar einen Kill dafür kriegen. Ja, okay, doch nicht mehr. Wir haben zu lange gebraucht, schade. Aber gut, dann ist er halt gelieft. Haben wir den Kill nicht bekommen. Schade, ich hätte es am besten direkt machen sollen. Aber ich will auch nicht unfair spielen, wisst ihr? Weil... Meine Pickaxe ist ja jetzt nicht legendär, dann würden wieder einige sagen, ja, nee, zählt nicht. Deswegen lassen wir das am besten. Und ich muss mal gucken. Oh, okay, das Gute ist, der Tresor müsste aufgehen. Impulsgranaten können wir auch noch mitnehmen. Ist immer ganz gut zum Abhauen. Also ich setze alle Kraft, die wir haben, setze ich auf den Tresor. Es leben noch 44 Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das können wir machen. Ist hier noch irgendwo, diesmal auch eine God-Chest, aber... Ist diesmal anscheinend... Ey, es gibt's nicht. Es gibt's wirklich nicht. Es gibt's... Wirklich nicht. Also, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Es ist aber immer so. Ne? Aber ich glaube, diese Season ist es wirklich mit am härtesten. Und es gibt auch meiner Meinung oder meines Wissens nach auch kein Bot, der legendäre Waffen verkauft. Also episch ist gar kein Problem. Episch verkauft jeder zweite gefühlt. Aber legendär ist, glaube ich, also es gibt, glaube ich, Automaten, die legendäre Waffen verkaufen, aber das ist auch ultra selten. Also das ist wirklich auch komplett top secret. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Was soll ich machen? Ich kann ihn nicht angreifen. Was soll ich machen? Soll ich ihm mit meinen Kreisel hier einmal auf den Kopf fallen oder was? Können die den mal finishen? Ich will wissen, ob der legendäre Waffen dabei hat. Das ist auf jeden Fall ein Bot hier, glaube ich. Können wir mal kurz hier die Chest mitnehmen. Auch nichts drin, super.
Okay, da hinten ist auch einer. Und weg. Oh mein Gott, Junge! Hä? Chillt mal! Unter uns sind auch welche. Danke dafür. Junge, ich wollte gerade sagen, das sind Bots, aber so treffen definitiv keine Bots. Und da schießt wieder einer auf mich. Oh mein... Chillt doch mal! Nee. Da war auch nichts Legendäres drin. Oh mein Gott. Oh, ich muss weg hier. Ich muss weg, D. Freunde, ich wollte eben Bunker kurz vorbeigucken. Der Bunker öffnet sich. Also bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es eine komplette Müllrunde. Wir haben noch gar nichts gebacken bekommen. Also ich zeige euch hier gerade so ein bisschen die schöne Landschaft von Fortnite. Wir haben nicht mal Schaden gemacht. Ich habe nicht mal ein Damage verursacht in der kompletten Runde. Es leben noch 31 31er Leute. Und in diesem Bunker mit Ansage. Legendär. Mit Ansage. Ich sag ehrlich, wenn da keine Legendäre drin ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Müsst ihr, wenn keine drin ist, dann müsst ihr Creator Code Stani eintragen. Okay? Deal. Okay, easy. Das ist nix. Bro. Bro. Bitte Pistole. Okay. Doppelt oder nichts, Freunde. Doppelt oder nichts. Ich meinte gerade Creator Code Stani sowieso eintragen. Aber ich meinte eigentlich nicht den Bunker. Ich meinte den Bunker da vorne. Ich meinte den hier. Da ist eine Legendäre drin. Da habe ich mich versprochen. Ey, wenn hier jetzt keine Legendäre drin ist, dann ist es der größte Bluff. Also, sorry, aber das ist irgendwas ist hier. Das ist nicht mehr normal. Das ist, wenn in zwei Bunkern... Nee, nee, nee. Ihr habt's gesehen, oder? Es kann doch nicht sein, Bro. Oh, über mir ist einer. Super. Ich muss raus hier. Handkanone. Stark. Ist das ein Bot? Ich glaube, das ist ein Bot. Ist ein Bot. Ist ein Bot. Ist ein... Bro, ich bin der Bot. Ich bin der Bot. Ich sag ehrlich, guck mal. Ich sag's ehrlich, Leute. Es ist unmöglich. Also, ich will jetzt nicht auf dem... Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wie soll ich das machen? Mit einer Handkanone? Gib mir doch weniger... Ich sag ehrlich, mit allen anderen Waffen, ich hätte es geschafft. Aber gib mir doch keine Handkanone. Es leben noch 17 Leute. Wie soll ich mit 17 Leute mit Handkanone eliminieren? Wie soll das gehen? Okay. Okay, Leute, es ist noch alles drin. Also, jetzt freut euch nicht. Wir werden Videos hochladen. 10 Kills, easy. Das mache ich kurz am... Hier ist einer mit Luftdraht. Er hat sogar einen Bot. Das ist kleine Taktik, Leute. Ach, gut. Also. Oh! Wow! Wow, Leute. Wir haben einen Zuwachs bekommen. Eine goldene Sniper. Ist sehr, sehr selten. Also goldene Sniper ist allgemein noch dreimal so seltener wie also normale goldene Waffen. Ja, das ist die selten. Da könnt ihr auch direkt Lotto spielen eigentlich. Ja, okay, Bro. Chill, chill, chill.
wie kann das kein Headshot gewesen sein? Das Einzige, was man von dem Typen gesehen hat, war der Kopf. Oh, das ist so Wunde. Oh, ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen, das ist ein Bot, aber ich habe noch nie einen Bot gesehen, der Astrojack als Skin spielt. Komm. Peek. Zeigt euch, ich brauche die Kills. Oh mein Gott, er denkt, er ist Naruto geworden. Hier nicht Naruto, keine Ahnung. Ich habe Avatar nicht geguckt, Leute. Ich habe keine Ahnung. Hier Feuermeister, Ang oder so. Keine Ahnung, hier weiß ich. Also, guck mal, wisst ihr, was mir gerade ein bisschen Angst macht? Das waren wirklich die größten Bots. Also, die konnten ja nicht mal gerade auslaufen. Problem. Ja, das Problem ist, es leben nur noch 9 Leute. Aber wir haben schon 5 Kills. Wenn ich jetzt richtig Gummi gebe, also wirklich nochmal den Turbo activate, 7 Leute, könnte das noch was werden. Wenn jetzt nicht die größten Schwitzer hier dabei sind, dann wird's was. Da kommt morgen ein Video, Freunde. Ein richtig geiles Video, das dürft ihr nicht verpassen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber es kommt. Ah, oder ich mache eine Woche Urlaub. Auch gut. Ich will eigentlich Fortnite spielen. So, okay, das Problem ist, nächstes Problem. Medaillenträger leben auch noch. Das ist das größere Problem. Medaillenträger. Weil das sind meist Leute, die meist spielen können zu... Aber wo sind die, hä? Hä? Wo sind die? Okay, die verstecken sich anscheinend. Sind die auf dem Wasser oder was? Hä? Ich muss halt gucken. Niemand dürfte mehr Kills machen. Also sobald hier irgendwie eine Fetzerei am Start ist, muss ich dabei sein. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Okay, ich habe eine Ahnung, wo die sind. Easy. Ey, die neuen Sniper mit diesen... Ich check nicht, warum da immer Schalldämpfer drauf ist. Es ist so nervig. Ja, super, Leute. 5 Leute leben noch. 5 Leute leben noch! Die müssen rebooten. Junge, hört doch auf, da zu campen. Bringt doch nichts. Oh mein Gott! Okay, die Waffe, die wir auf jeden Fall nicht nehmen, ist eine mythische, aber ich sag euch, die Donner, also das haben auch einige Leute in die Kommentare empfohlen, die Donner-MP in Legendär ist sie auch wirklich brutal. Also ich habe dir mal in Grau gespielt. Knallt rein. Knallt richtig rein. Ey, es leben genau noch 2 Leute. Niemals. Niemals ist das real. Es ist real. Wenn das jetzt noch ein Team ist, dann haben wir echt gute Chancen, die Challenge hier zu beenden. Wir müssen jetzt genau ausgucken, wo die sind. Wenn wir sie finden, anvisieren, zielen und schießen.
2 Kills. Es dürfte nur, ich glaube, es dürfte kein Team mehr sein. Doch, es müsste ein Team sein, meine ich. Es müsste ein Team sein. Dann sind meine Sorgen, dass wenn es jetzt noch einzeln sind und die sich untereinander fighten, wäre jetzt nicht so gut. Hier gehen wir hoch. Oh mein Gott. Okay, es ist ein Team. Easy. Jetzt bloß nicht komplett abdrehen. Wir haben's, Freunde. Wir haben's. Wo sind die? Hä? Ah! Die Kollegen wollen sich aus dem Staub machen, aber nicht mit Stunny Bunny. Na komm, Peek. Lass mal den Busch in Ruhe. Jasmin, Junge. Jasmin, da solltest du mal lieber ein bisschen nochmal im Fortnite-Trainingslager gehen. Da solltest du lieber mal... Das war's. So, Leute, ich glaube, der andere will jetzt natürlich Jasmin beeindrucken, dass er hier eventuell die Runde holt. Ich würd ihn sogar, Leute, ich sag mal so, das ist auch so ein bisschen Wingman-mäßig jetzt. Wenn der Typ jetzt wirklich hier, guck mal, er spielt mit seiner Freundin. Wenn er jetzt keinen großen Maxen macht, ja, dann schenkt ihr den Win, dann kann er seine Freundin imponieren. Er kann dafür... Bro, du musst natürlich auch in die Zone. Ja, so, genau, sehr gut. Wenn du jetzt keine großen Faxen machst, Bro, schenke ich... Ja, er will nicht runterschießen, das ist ja auch ehrenlos. Schenke ich dir den Win und, ne? So fair sind wir. Aber wenn er jetzt hier einen großen Maxen machen muss, Leute, dann würde er mich erleben hier von der anderen Seite. Wo ist er denn? Da ist er. Hier, guck mal hier. Schön Biggie für dich. Hier, noch ein Biggie. Nimm noch ein Biggie, Bro. Ja, okay, Bro. Okay, okay, okay. Er will einen dicken Max machen, Freunde. Ich muss ihn blamieren. Ich muss ihn leider blamieren. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, aber das hat er jetzt davon. Nur weil er ein Mädchen beeindrucken will. Traurig, traurig, traurig. Er hätte sich doch anfreunden können mit mir. Schön ein paar Dance-Battles, paar Dance-Moves gemacht. Ich hätte ihm doch die Win geschenkt. Guck mal hier, warte mal. Guck mal hier. Guck mal, er schießt... er schießt einfach auf meine Trompete, Junge. Er schießt auf die Trompete. Ja, so wird das auch nichts mit Mädels beeindrucken. Ich sag ehrlich, so wie er spielt. Also entweder hat er einen guten Spind oder gar nichts. Also dann muss er viele Skins haben. Aber so mit dem Aim, das war's, Leute. Schön mit Öl. Liken und abonnieren nicht vergessen. Was für ein Ende. Leute, wer hier nicht Trader Code einträgt, den kann man nicht helfen. Wir haben es geschafft. CC Stani, Abfahrt.